Ich hätte gerne einen Rand, einen Rahmen um das Wohngebiet aus einer Einbahnstraße bestehend. Der sollte nicht perfekt kreisförmig sein, weil irgendwie sieht das langweilig aus. Deshalb mache ich es freihand. Denn wenn man irgendetwas freihand macht, dann ist das die sicherste Methode auf der Welt, um zu verhindern, dass es kreisförmig wird. So, das wollte ich. Und dann möchte ich gerne das Ganze so eng wie möglich besiedeln können. Wobei, weiter nach innen sollten wir eigentlich nicht gehen. Heißt, das war schon ganz gut hier. Dasselbe können wir eigentlich wieder spiegeln. So, wenn ich es jetzt nochmal spiegele, dann glaube ich, sieht das relativ komisch aus. Deshalb werde ich hier einfach mal durchgehen tatsächlich. Das sind jetzt Kreuzungen, aber da sie in einem Wohngebiet, in einem nicht dicht besiedelten Wohngebiet sein werden, fallen diese Kreuzungen nicht sehr ins Gewicht. Und für das, was ich hier gemacht habe, könnte ich dann theoretisch auch mal diese einspurigen Straßen benutzen. Das hier ist praktisch nur eine ganz kleine Seitenstraße. Eine Sackgasse, um genau zu sein sogar. Die wirklich nur als Anschluss dient für die Häuser, die da drin sind. Dasselbe will ich hier auch nochmal. Die können durchaus auch lang sein. Sie sollten nur auf keinen Fall irgendwelche Abzweigungen haben. So. Das wäre das erste kleine neue Wohngebiet. Und das so muss man sich jetzt eigentlich mehr so vorstellen wie eine Insel. Eine Insel sozusagen, die mit der restlichen Stadt ausschließlich verbunden ist über diesen Highway. Das heißt, es wird hier keine Abkürzung geben, außer für Fußgänger. Die Verbindung ist wirklich ausschließlich über den Highway. Three-Lane Highway. Ich meine, das Ganze rauszuführen ist kein Problem. Der Highway wird wahrscheinlich ziemlich belastet werden, insofern sollte das hier schon mit Vorsicht gemacht werden. Da geht's raus und davor sollte es reingehen. Und zwar, warte mal, das ist die Einbahnstraße. Die geht in diese Richtung. Da habe ich jetzt irgendwie nicht dran gedacht. Macht aber nichts. Das könnte gehen. Okay. Wie ich hier jetzt weitermache, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, was ganz gut wäre, wäre... Ah, ich habe schon eine Idee. Wir führen das hier in einen Kreisverkehr. Ah, ja, mit den Autobahnstraßen sieht man leider nicht, wie viele Felder der Kreisverkehr breit ist. Insofern ist es für mich gerade besser, die anderen Straßenformen zu benutzen. Ich bin auch doof, ne? Wenn es ein Kreisverkehr ist, sollte er vielleicht auch irgendwie rund sein. Drei waren das jetzt. 1, 2, 3... Das sind 4, das ist nicht richtig, oder? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es ist ein Kreisverkehr. Quatsch. Ja, natürlich ist es ein Kreisverkehr. Es ist vor allem ein großer Kreisverkehr. Denn damit wird noch relativ viel passieren drumherum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Entschuldigung. Ich kriege noch nicht mal mehr einen normalen Kreis hin. So. Nochmal von vorne. Ich benutze, wie gesagt, diese Straßenform hier nur, weil sie es einfacher macht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nach oben. 3 zur Seite. 3 zur Seite. Da war der Fehler. Ich hatte hier, glaube ich, nur 2 zur Seite. 3 nach unten. Und jetzt gehe ich weitere 2 nach unten.
Das kann irgendwie nicht richtig sein. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, ich habe es jetzt endlich mal hinbekommen, einen ganz normalen Kreis zu machen. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hatte. Ich habe mich definitiv vertan einfach. So, ich möchte zwei dieser Spuren einfach mal über den Kreisverkehr führen. Also die werden den Kreisverkehr gar nicht erst berühren. Die werden einfach ganz stumpf durchgehen. So, über die... Genau, hier stoppen wir jetzt erstmal. Da machen wir später weiter. Eine der Spuren mündet in den Kreisverkehr rein. Eigentlich zwei. Eigentlich nochmal zwei. Und das können wir machen. Erfahrungsgemäß funktioniert das ganz gut. Also, wenn man es so baut, sind die Einwohner irgendwie ganz gut in der Lage, sich da zu einzureihen, sodass alle Spuren perfekt benutzt werden. Das heißt perfekt gut benutzt werden. So, die Kurve hat mir jetzt nicht gefallen. Ich will eigentlich diese Kurve früher machen. Dafür ein bisschen schwächer. So. So. Da war es gerade. Das ist super. Das ist genau, wie ich es haben will. So, zwei Spuren führen in den Kreisverkehr rein. Der hat hoffentlich drei Spuren. Ja, okay. Um genau zu sein, hat er vier Spuren. Ich habe ja immer noch die Straßenart nicht gewechselt. Ich hoffe mal, das ist kein Problem. Nein, ist es nicht. Gut, der Kreisverkehr geht gegen den Uhrzeigersinn. Ich weiß gerade gar nicht, ob das normal ist. Sollte es aber eigentlich. So, ich muss diese Straßen, die drüber führen, nochmal löschen, damit ich das hier vollenden kann. Vollendetes Upgrade. So. Das war jetzt zwei Spuren und das geht wahrscheinlich nicht mehr richtig. Doch. Es war mal wieder sowas. Okay, alles klar. Jetzt zu dieser Spur. Das ist die Spur, die wegführt. Das heißt, wir gehen vom Kreisverkehr aus. Wieder mit einer zweispurigen Straße. Um genau zu sein, könnte man das ziemlich perfekt machen. Einfach von hier aus so. Das stimmt. Und von hier aus... Mach das mal kürzer. Von hier aus da dran. So, und gleichsam wird es auch eine wegführende Straße geben, die praktisch über diesen Kreisverkehr, wobei irgendwie wäre das sehr simpel. Ja, also machen wir es. Warum denn ausgerechnet kompliziert machen? Ich weiß es nicht. Die über diesen Kreisverkehr geht darüber. So. Der interessantere Teil kommt gleich erst. Oh, ich bin nicht hoch genug. Stimmt, der ganze Kreisverkehr ist ja in der Luft. Das ist mir gar nicht aufgefallen beim Bauen. Es ist tatsächlich so, wie ich es haben wollte, nur es ist mir einfach nicht aufgefallen. Und keine Ahnung, wieso das Spiel es hier ein Feld abgesenkt hatte. So wollte ich es ja eigentlich nicht. Naja. Hier seitlich und da... Da rein? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man das so hat. Ob die Autos dann aufeinander warten oder so. Okay, so. Nachdem wir das gemacht hätten. Warte mal, was will ich haben? Genau, nachdem wir das hätten. Kreisverkehre sind irgendwie schon eine Form von Magie. Will ich mal wieder zwei Spuren haben. Und eine wird scheinbar redundanterweise hier hochgehen. Und wenn ich schon sage scheinbar redundanterweise, dann heißt das, dass diese Spur tatsächlich wichtiger wird, als sie erstmal aussieht. So, und eine wird von hier aus runtergehen in den Kreisverkehr hinein. Aktuell ist dieser Kreisverkehr noch völliger Schwachsinn. Wer sollte den Kreisverkehr jemals betreten?
Aber es ist ja auch noch nicht alles fertig. Ist er eigentlich wirklich kompletter Schwachsinn gerade? Das weiß ich nicht. Mal kurz drüber nachdenken. Du bist hier und du willst nach hier hin. Du fährst also auf diese Straße durch. Ja, warum sollte man auf den Kreisverkehr? Ich weiß warum. Man sollte auf den Kreisverkehr, wenn man auf die andere Autobahn will. Wenn man zurückfahren will. Und diese Straßen hier sind dann einfach für Leute, die nicht auf den Kreisverkehr wollen, die ja so weder nach links noch nach rechts noch zurück wollen, sondern geradeaus. Diese Leute können wir eigentlich direkt, instant, noch bevor sie den Kreisverkehr betreten, einfach drüber führen, weil es gar keinen Sinn macht, diese Leute in den Kreisverkehr zu schicken. So, alles klar. Dann funktioniert das so, wie ich es mir gedacht habe und es sieht doch einfach nur verrückt aus. Okay. Ich mag immer noch nicht, dass diese Straßen hier so weit auseinander gehen und es hier dann nicht mehr sind. Das werde ich wahrscheinlich offscreen irgendwie leicht ändern. So. Wir haben diesen Highway natürlich jetzt nicht gemacht, um ein Wohngebiet zu supporten, aber ich werde jetzt mal dieses Wohngebiet starten. Theoretisch könnte ich das am Strand auch direkt starten. Denn eigentlich, zumindest von der Straßenführung her, ist das Ganze aktuell lebensfähig. Das hier nicht, fällt mir gerade auf. Da müssten wir... Warte mal. Ah ja, ich habe eine Idee. Wir könnten ja einfach von hier aus eine Abzweigung machen. Und wenn wir sie hier machen, ist sie nahezu kostenlos. Was ich meine, ist sehr simpel. Nahezu kostenlos. Es führt dann hier hinter durch. Und es mündet tatsächlich... ja, es ist eigentlich eine Ausfahrt. Und diese Ausfahrt mündet in die Straße, an der wir dann die Häuser bauen und so weiter. Und dann würde das später zurückmünden in diese Straße. Aber es ist ja noch nicht fertig. Also werde ich diesen Schritt jetzt am besten einfach erstmal sein lassen. Nein. Ich werde das hier erstmal weitermachen. Wir löschen dieses Windkraftwerk und dieses. Diese beiden stehen im Weg. Das hier sind jetzt nur noch zwei Spuren. Nicht vergessen. Und wir wollen möglichst gerade hier drüber durch. Was natürlich cooler wäre irgendwie, und ich weiß gar nicht, ob das im Spiel so einfach ist. Cooler wäre es natürlich, wenn sie nicht in der Höhe ansteigen würden, sondern einfach geradeaus durch den Berg durch. Wahrscheinlich muss man das irgendwie von Hand machen. Du bist bereits zu hoch dafür. Das hier ist jetzt, wie gesagt, nur für das Aussehen. Also einen funktionalen Unterschied wird es nicht geben. So, wenn ich... Wie weit muss ich gehen, damit du gerade bleibst? Ja, hallo, bis fast auf den Berg. Nicht so gut. Es funktioniert auch nicht so einfach, wie ich es mir erhofft hätte. Vor allem aus bautechnischer Sicht, wenn wir hier bereits so hoch sind, dann gibt es einfach keinen Grund, nicht durch den Wald zu gehen. Also es ist dann sinnlos irgendwie. Okay. Angenommen, ich habe diese Straße. Ich will halt praktisch, dass sie hier in den Berg reingeht irgendwo und da rauskommt in einem Tunnel. Nur es ist nicht so einfach. Was wäre, wenn ich das machen würde? Ja, klar. Die Straße ändert ihre Form, soweit es möglich ist, damit sie drunter bleibt. Oh, Moment. Der Tunnel da sieht aber nicht so schlecht aus. Ich glaube, ich könnte meinen Traum erfüllen. Wenn ich jetzt wieder hochgehe, können wir es ein bisschen später machen. Du bleibst mal noch im Berg. Oder du bleibst nicht im Berg. Das sieht jetzt
Nicht ganz so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Also müssen wir vermutlich sogar noch tiefer gehen. Oder einfach hier bleiben und dann hier raus. Das sieht tatsächlich so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Abgesehen davon, dass die Straße danach nach unten geht. Es wäre schön, wenn wir es hinkriegen, dass sie irgendwie gerade bleibt. So. Tatsache. Okay. Das ist also möglich. Glaube, ich würde dann aber das hier schon vorher ein bisschen tiefer verlegen wollen. Und dasselbe mache ich mit der anderen Straße. Irgendwie absurd, wie lange man sich daran aufhalten kann in diesem Spiel. Nur um zu erreichen, dass es schön aussieht. Ich will das auf derselben Höhe. So. Okay. Ich werde das jetzt einfach mal so machen erstmal. Hier müsste ich dann wahrscheinlich eins hochgehen. Und hier noch eins hochgehen. Wie es drin aussieht von der Höhe, kann uns ja relativ egal sein. So, wie upgrade ich jetzt Straßen, die so einfach? Okay. So, das möchte ich nämlich, glaube ich, drehen. Oder? Oder ist das dann falsch? Nee, das müsste richtig sein. Ja, okay. Ich habe erreicht, was ich eigentlich wollte. Schön.